Go4Gold Podcast von Antje Heimsöth. So steigerst du deine Motivation, Lebensfreude, Veränderungslust und mentale und emotionale Stärke. Willst du neue Sichtweisen gewinnen, Herausforderungen souverän meistern und mehr Erfolg im Leben haben? Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute habe ich bei mir Petra Waldminghaus. Hallo Petra. Hallo Antje. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal in 3 bis 5 Sätzen, was du so machst. Ja, ich bin als Imageberaterin tätig. Das bedeutet, ich berate Menschen zum Thema Outfit und Auftritt und deren Wirkung und wie man diese beeinflussen kann. Das mache ich einmal für Einzelpersonen, aber ich halte auch sehr viele Seminare für große Unternehmen. Dazu kommt es, dass ich Vorträge halte, auf kleinen und auf großen Bühnen, und ich bilde neue Beraterinnen aus und weiter. Was reizt dich denn so an deiner Tätigkeit? Mich reizt die Freiheit, die ich habe. Also, dass ich mir meine Schwerpunkte raussuchen kann, sie entsprechend weiterentwickeln kann und vor allen Dingen aber auch mit Menschen arbeiten. Es ist jedes Mal eine tolle Sache zu sehen, wie sich Menschen von der Optik verändern können und was für eine tolle Wirkung sie ausüben. Seit wann machst du das? Seit 17 Jahren mittlerweile. Kannst du dich noch an deine Anfänge erinnern, was da für Schwierigkeiten Allerdings. Der Anfang ist ja bekanntlich immer etwas schwerer. Aber ich hatte eigentlich einen relativ guten Start und konnte dann auch ganz schnell das, was ich gelernt habe, umsetzen und mich dann auch weiterentwickeln und neue Wege legen dann. Jetzt haben wir vielleicht Zuhörer, die eben auch am Anfang stehen von der Selbstständigkeit. Was für einen Tipp hast du für die? Wichtig ist, dass man für sein Thema brennt. Also das ist A und O überhaupt, weil erst dann, wenn ich das Thema selber lebe und umsetze, dann werde ich auch glaubhaft von anderen wahrgenommen. Also ich erlebe das sehr häufig, dass Leute zwar sagen, dass sie etwas tun, aber ich sehe es nicht. Und das macht natürlich bei mir ein großes Fragezeichen, wo ich mich dann ja wirklich auch dann frage, ob sie dann auch erfolgreich werden können in dem Thema zum Beispiel. Jetzt gibt es ja manchmal Tage, da hat der innere Schweinehund uns ein bisschen im Griff. Wie gehst du mit so Momenten um, wenn der gerade mal dich im Griff hat? Ich stelle mir eigentlich immer vor, wie das Ziel aussehen könnte. Also ganz praktisch, wenn ich ein Buch schreibe, was ich letztens mal hatte, da habe ich zwischendrin auch mal Hänger gehabt. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie ist es, wenn es endlich fertig ist? Wie sieht vielleicht auch das Cover aus, der Titel und solche Geschichten? Und die motivieren mich dann auch, weil nur so komme ich weiter. Was war denn der beste geschäftliche Tipp, den du jemals bekommen hast als Unternehmerin? Lass dir nur einen Moment Zeit. Das ist auch gar nicht so leicht, aber wahrscheinlich wirklich dieses etwas zielorientierter zu sein und da aber auch nicht nur nach Zielen zu leben, sondern vor allen Dingen, wo liegt deine Freude? Wo siehst du deinen Schwerpunkt? Was macht dich eigentlich aus? Also mich eigentlich zu hinterfragen. Nicht Tipps, die man sofort umsetzen kann, sondern erstmal mit Fragen zu starten, damit ich auch ein Ziel entwickeln kann. Ja, ich bin ja nun Verfechterin von Zielen. Ich glaube, wir müssen einfach irgendwo eine Nadel in die Landkarte stecken, um dann überhaupt den Weg planen zu können. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Menschen in den Urlaub fahren, dafür wahnsinnig viel Zeit investieren, sich Gedanken machen darüber, wie kommen wir zum Flughafen, was nehme ich denn für Klamotten mit und in welche Restaurants könnte man gehen, aber so ihr Leben überhaupt nicht planen oder dann später mal die Rente. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja. Was ist denn deine größte Stärke als Unternehmerin? Als Unternehmerin würde ich sagen, also einmal mein Menschenbild, dass ich mag Menschen, das ist, glaube ich, eine wirklich große Stärke, und ich finde schwierige Menschen herausfordernd und ich überlege mir sehr gerne, wie kann ich die gewinnen für mich und mein Thema. Ich mag einfach Kommunikation, ich mag Menschen kennenlernen, ich habe Interesse dran und habe ziemlich schnell ein Bild auch von ihnen. Also wie sie dann sich optisch auch positionieren können, wie sie sich dann auch authentisch zeigen können. Es geht also nicht um Aufstülpen, sondern erstmal herauszufinden, wer sitzt mir da gegenüber, was möchte die Person erreichen, ja, und was habe ich für Möglichkeiten, um dieses Ziel auch dann mit umzusetzen. Was ist denn deine größte Schwäche und wie gehst du damit um? Oh, ich
mir meistens zu viel aufs Tableau. Also das ist ein bisschen mein Problem, dass ich gerne viele Sachen mache, auch sehr viele unterschiedliche Sachen mache, die natürlich Zeitfresser auch sind. Und da habe ich aber gelernt, auch in den letzten Jahren wirklich Abstriche zu machen. Dinge nicht mehr zu tun, die einfach vorbei sind und mir zu überlegen, was will ich eigentlich, wo habe ich den meisten Spaß dran, die meiste Freude dran, weil nur da bin ich auch am besten. Ich empfehle ja vielen Menschen, die sich selbstständig machen, auch zu delegieren. Ich glaube, dass wir uns viel zu viele Dinge aufhalsen, auch aus Geiz heraus, weil man natürlich alles, was man abgibt, letztendlich auch bezahlen darf, was ja auch okay ist. Wie siehst du das? Ja, das Problem habe ich ja auch alles hinter mir. Am Anfang startet man hat wenig Geld und man versucht alles zu machen. So habe ich dann Social Media Management gelernt und ich weiß nicht, was alles mir angeeignet. Was natürlich auch toll ist zu können, aber irgendwann kommt ein Zeitpunkt, da muss man abgeben. Und manchmal habe ich mir auch gedacht, ich hätte besser eher abgegeben. Weil wenn ich Profis meine Texte etwas schöner schreiben lasse oder Grafiker in Minutenschnelle etwas machen lasse, wo ich eine Stunde dran sitze, naja, das Geld hätte ich vielleicht wieder verdienen können durch das, was ich dann auch kann, nämlich tatsächlich meine Beratung auch. Und von daher empfehle ich, so schnell es geht, sich auch Leute zu suchen, die einen unterstützen können. Was sind so für dich wichtige Schritte zum Erfolg, was immer Erfolg ist? Also erstmal sich selber ein Stück weit treu sein. Also ich erlebe eben ganz viele Leute, die haben den Erfolg vor Augen und die verbiegen sich in jede Richtung, um dieses zu erreichen. Aber eigentlich erreichen sie das nicht so schnell. Und ich habe mir zum Beispiel, ich habe ja so ein deutschlandweites Beratungsnetzwerk, da habe ich mir ziemlich schnell vorgenommen, ich möchte auch das professionelle Netzwerk Deutschlands werden und vor allen Dingen mit Betonung auf professionell. Jetzt ist es aber so, um richtig Geld damit zu verdienen, müsste ich jetzt jede Beraterin aufnehmen, damit sie dann auch mir ein bisschen mehr Geld in die Kasse spült. Das mache ich aber nicht. Das heißt, ich bleibe meinem treu, nämlich meinem Satz, ich möchte Professionalität. Und von daher suche ich mir lieber gute Beraterinnen aus, habe nicht ganz so viele, aber ich weiß, auf die kann ich mich wirklich verlassen und die machen einen super Job. Das macht es mir wieder einfacher. Ganz andere Frage. Hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörer? Ja, demnächst kommt ein neues Buch raus. Da kann ich den Titel noch gar nicht wirklich verraten, aber das können wir in einem nächsten Podcast vielleicht mal machen. Ich habe auch ein Buch zum Thema Brille geschrieben, also für alle, die Brillenträger sind und endlich mal wissen wollen, welche Brillenfassung auf ihre Nase passt und die nicht abhängig sein möchten von der Empfehlung des Optikers, weil leider wissen auch viele Optiker nicht, welche Brille wirklich auf die Nase passt. Ja, das wäre vielleicht eine Empfehlung. Das heißt Lebensgefühl, Brille. Das werde ich mir auch noch besorgen. Liebe Peter, hast du ein Vorbild oder Vorbilder? Ich habe eigentlich sehr viele Vorbilder, aber nicht jemand, den ich mit Namen nennen kann. Also gerade die Großen sind nicht immer meine Vorbilder. Es gibt natürlich einige, aber ich habe festgestellt, dass mich viele Leute im Laufe meines Lebens begleitet haben. Ich da Dinge übernommen habe, festgestellt habe, das ist gut, das gefällt mir und habe mich dann einfach weiterentwickelt. Aber klar, je weiter man kommt, umso höher schaut man auch nach oben. Aber da kann ich jetzt keine einzelne Person nennen. Ich gucke mir viele Menschen an. Ich gucke, was gefällt mir an denen? Was machen sie gut? Was könnte ich vielleicht ähnlich machen? Aber letztendlich bin ich eine ganz eigene Persönlichkeit, so wie jeder Mensch. Und mir liegt es nicht zu kopieren, sondern ich möchte wirklich auch mein eigenes Ding stricken. Okay, ich habe da ganz gerne auch das Bild, wir sitzen im Zug, ne, und steigen neue Menschen ein, steigen wieder Menschen aus. Genau. Und ja, woher schöpfst du Kraft? Weil wir Selbstständige arbeiten ja selbst und ständig. Das stimmt allerdings. Naja, man braucht halt Entspannungsphasen, das ist ganz klar. Ich habe viel Rückhalt auch in meiner Familie, das ist mir ganz wichtig. Ich liebe es, Sport zu machen, rauszugehen. Ich nutze auch die kleinen Wege einfach, auch wenn die mit Arbeit zu tun haben, aber kurze Strecken zwischendrin mal bewusst zu gehen, einzuatmen, auszuatmen, Treppen zu laufen, anstatt in den Aufzug zu steigen, mir was Leckeres zum Essen gönnen. Also ganz unterschiedliche kleine Dinge. Und wenn es irgendwie möglich ist, auch mal eine etwas längere Auszeit, wo man tatsächlich komplett abschalten kann. Wie gehst du mit Niederlagen um?
Oh, sehr unterschiedlich. Also meistens erstmal rebelliere ich ein bisschen. Ich möchte es nicht wahrhaben, dass etwas schiefgegangen ist und dann ist ein innerer Kampf in mir. Das dauert zum Glück aber nicht so lange, weil ich festgestellt habe, da unten im Sumpf zu bleiben, bringt einen überhaupt nicht weiter. Und es macht viel mehr Sinn, mal nach vorne zu gucken, sich das nächste Ziel zu stecken und wieder neu zu starten. Und ich stelle fest, das klappt super. Mhm. Also nicht immer gleich sofort ganz schnell und ganz toll, aber es ist so, dass es am Ende immer ein sehr gutes Ergebnis auch gebracht hat. Mhm. Also wenn ich es richtig rausgehört habe, auch mehr durch die Frontscheibe des Autos zu schauen und nicht ständig in den Rückspiegel. Ja, das, was gewesen ist, kann ich ja leider nicht mehr ändern. Dann hat man eben vielleicht irgendwo etwas Negatives erlebt, aber dann macht es tatsächlich Sinn, nach vorne zu gucken und zu überlegen, okay, was ist der nächste Schritt und wo starte ich? Und wenn man den ersten Schritt macht, habe ich so festgestellt, dann ist es so, dann kommt der zweite, dritte und vierte und dann erreiche ich auch das Ziel. Wie definierst du für dich Erfolg? Ach, Erfolg hat für mich schon ganz viel mit Zufriedenheit zu tun. Ich möchte nicht nur ein dickes Bankkonto haben. Klar würde ich mir auch gerne was leisten oder leiste ich mir auch gerne etwas. Aber ich möchte für mich zufrieden sein. Ich möchte meine Werte leben. Das ist mir ganz wichtig, dass ich die habe. Und ja, von daher ist das für mich Erfolg. Zufriedenheit im Alltag, auch im Job. Und ich habe das zum Beispiel selten, dass ich denke, ach, schon wieder Montag, jetzt musst du wieder arbeiten. Das Gefühl kenne ich so nicht. Und das zeigt mir auch, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich tue. Hast du ein bestimmtes Motto? Ich hatte verschiedenste Motti in meinem ganzen Leben schon. Aber auch da gilt es wieder, ersten Schritt gehen, zweiten Schritt gehen, weiter. Also nur durchs Tun erreiche ich irgendetwas. Jetzt bin ich aber auch ein sehr stark selbstmotivierter Mensch. Ich brauche wenig Motivation von außen. Das ist meine Persönlichkeit auch. Ich bin sehr kreativ, habe viele Ideen, die mich ja manchmal schon umtreiben, weil ich viele Ideen habe. Das kann auch ein anderes Problem manchmal darstellen. Aber von daher sind das auch, ja, das kann ich nicht sagen, dass ich ein richtiges Motto hätte, nach dem ich lebe. Jetzt haben wir uns ja heute auch ein bisschen über das Thema Frauen unterhalten. Ein Vortrag von mir ist ja das Thema Frauenpower, weil ich mir viel mehr Frauen wünsche in Unternehmen als Unternehmerinnen, aber auch in als Top-Führungskräfte. Wieso deine Haltung zu dem ganzen Thema? Ja, das ist ein schwieriges Thema, das Thema Frau. Also wir Frauen unter uns ist sehr häufig, dass es an mangelndem Selbstwertgefühl hapert, dass jemand erfolgreich wird. Wir Frauen stellen uns viel mehr in Frage, als es die männlichen Kollegen tun. Das erlebe ich immer wieder. Und ich glaube, wenn da mehr Selbstbewusstsein kommt, auch mehr klare, ja, sich auch mal durchsetzen, auch gegenüber männlichen Kollegen, dann haben wir Frauen genauso viele Chancen, genauso viele Möglichkeiten. Und ich mag auch diese ganzen Diskussionen nicht über Quoten oder so. Ich denke mir, Frauen, die gut sind, werden ihren Weg gehen. Keine Frage. Und ich glaube auch nicht, dass die Männer uns daran hindern, diesen Weg zu gehen. Zumindest habe ich so die Erfahrung auch machen können. Ich habe am vergangenen Samstag den Vortrag wieder gehalten, Frauenpower, und lese dann immer so ein bisschen aktuelle Studien und was so aktuell in den Medien dazu zu finden ist. Und da ist mir ein Artikel untergekommen, ich glaube, der war aus dem Manager-Magazin, der mich schon wieder ein bisschen geärgert hat. Da stand nämlich drin, dass wenn wir mal im Top-Führungskräftebereich schauen, Mann und Frau, wo sind die Unterschiede? Da gibt es kaum noch Unterschiede. Aber die Verträglichkeit von Frauen ist eben im Vergleich zu Männern deutlich schlechter. Was ist da deine Idee? Was dürfen wir Frauen lernen oder anders machen, um endlich aus diesem Zickenkrieg-Thema ein Stück, ja, aus dieser Schublade rauszukommen? Ich glaube, die Problematik ist, dass wir Frauen uns immer mit anderen Frauen vergleichen. Also das fängt mit der Optik an. Das ist ja nun mal mein Thema. Es wird uns aber auch suggeriert von Kind auf an. Also kleine Mädchen werden heute immer noch so rausgeputzt wie früher und es werden immer noch die Sätze gesagt, was soll denn nur der oder die denken, so wie du jetzt aussiehst. Jungs können dreckig nach Hause kommen, da sagt keiner was. Und das ist etwas, was sich durch unser Leben als Frau durchzieht. Und wir sind dieses Vergleichen gewohnt. Und von daher vergleichen Frauen sich viel mehr mit anderen Frauen, sehen auch dadurch natürlich die, die etwas besser sind oder schöner sind, immer gleich als starke Konkurrenz und versuchen, da natürlich auch was gegen zu unternehmen. Und da sind Männer oft
sehr viel autarker, also dass sie das besser aushalten können, sich ganz klar abgrenzen und auch zu ihrem eigenen Selbstbewusstsein stehen und dann auch ihren Weg gehen. Ich erzähle halt oft, dass Frauen, auch wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, im Unternehmen wird wieder eine Stelle frei, man könnte aufsteigen, dann gehen halt Männer her, suchen den Entscheider und bieten sich an und sagen, hey du, ich wäre da der Richtige, ich hätte auch Bock drauf. Und wir Frauen warten, bis die Entscheidung gefällt wurde und sind dann bitter enttäuscht, weil wir nicht berücksichtigt wurden, haben aber eben auch nicht getrommelt. Richtig, ja. Genau. Ja, das Trommeln ist ja überhaupt auch so ein Stichwort, ja. Wir Frauen haben es eben gelernt, eben uns eher anzupassen. Ich sage das immer noch so pauschal, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein Thema, wie wir erzogen sind, in was für einer Gesellschaft wir leben. Die neue Generation mag sich jetzt ein bisschen selbstbewusster präsentieren, aber auch da erlebe ich die gleichen Muster, die jetzt unsere Generation noch prägt. So von daher ist dieses Trommeln tatsächlich mal etwas, auch zu sich stehen. Auch wenn man natürlich Fehler hat oder Dinge, die einem nicht gefallen, hey, einfach mal lassen und mal das fördern, was gut ist. Da, wo ich etwas kann, das kann ich stärken und dann nimmt man auch andere Dinge wahr. Also die Frage, braucht die Wirtschaft mehr Frauen in Top-Positionen von Unternehmen? Was glaubst du? Ja, natürlich. Ich sag mal, das ist ja auch das Schöne. Männer und Frauen, beide haben sie ihre Stärken und Schwerpunkte und ich finde das super, wenn beide gut zusammenarbeiten können. Ich fände es auch nicht gut, wenn jetzt überall nur noch Vorstände aus Frauen bestehen würden. Da würde der Gesellschaft auch etwas fehlen. Und ich denke, da sind wir zum Glück auch im Rahmen der Emanzipation so weit gekommen, dass da tatsächlich die Möglichkeiten auch sind. Und das ist ja auch erfreulich. Man sieht schon, dass immer mehr Frauen es auch immer weiter schaffen. Mhm. Ja. Ja, ich habe am Samstag viel über das Thema auch diskutiert nach meinem Vortrag. Und da kam oft so der Gedanke, dass wir uns eher wieder ein bisschen zurückentwickeln. Also doch wieder mehr Frauen in die Küche und an den Herd und eben Kinder erziehen und Männer vor sozusagen wieder das klassische Modell des Ernährers. Und es gibt wohl auch Studien, die das ein bisschen untermalen. Und das fände ich traurig, weil ich hatte gerade gestern hier eine Dame da, die mir eben erzählt hat, dass sie jetzt geschieden ist. Und ihr Mann als Apotheker verdient ja gut. Allerdings gehört die Apotheke seinen Eltern. Und ihr bleibt im Prinzip jetzt gar nichts. Sie hat 25 Jahre an der Seite gelebt, hat ihren Beruf aufgegeben, hat die Kinder großgezogen. Und daher plädiere ich sehr stark für eine Unabhängigkeit von Frauen, was, glaube ich, wiederum manchen Männern Angst macht, ne, weil wir dann eben auch im Fall der Fälle unseren eigenen Weg gehen können. Also ich finde es ein spannendes Thema. Aber was ich dich fragen wollte, du bist ja auch Rednerin, so wie ich. Wir haben, wenn wir mal schauen, ja, viel mehr Männer auf der Bühne. Zumindest nehme ich es so wahr. Das stimmt. Was glaubst du, muss hier passieren, dass sich das ändert? Tja, das ist auch ein schwieriges Thema, was ja sehr häufig diskutiert wird. Ich denke, auch da haben wir Frauen wieder mehr Möglichkeiten, indem wir uns auch präsentieren, uns wirklich auch die Möglichkeiten, die sich bieten, auch nutzen. Nicht schüchtern zu sein, ach nee, lass mal die anderen machen, sondern sich tatsächlich auch mal ein Stück weit nach vorne trauen. Und es muss in den Köpfen, denke ich mal, der Entscheider auch vieles passieren. In den letzten Jahren war das eine Männerdomäne, wo gerade die großen Namen alle männlich gewesen sind, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und auch da muss in den Köpfen einiges passieren, dass man auch durchaus Frauen nehmen kann, die gleiche Qualität haben, die natürlich eine andere Art haben. Frauen werden sich nicht so Chaka-Chaka-mäßig auf der Bühne. Es gibt natürlich welche, die machen das auch, aber die wenigsten tun es. Mhm. So, und von daher ist auch nochmal eine ganz andere Art der Präsentation auf der Bühne über Frauen auch nochmal interessant. Also wäre schon gut, wenn es da mehr genutzte Möglichkeiten geben würde. Was mir halt am Samstag aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, abends gab es eine Kongressparty. Mhm. Da waren von den 120 Frauen schon mal, möchte ich mal sagen, vielleicht nur noch ein Drittel, wenn überhaupt, oder ein Viertel. Um 10 Uhr waren wir noch zu viert. Ach. Der Rest war nach Hause gegangen. Die meisten kamen aus der näheren Umgebung, also hatten theoretisch auch keine weite Heimreise. Ich habe dann so in den Raum gestellt, wäre das jetzt so ein männerdominierter Kongress gewesen, säßen wahrscheinlich die meisten noch an der Bar und hätten halt Spaß, würden sich austauschen, worüber auch immer. Aber sie säßen noch beisammen und würden ihre Netzwerke pflegen. Und das war für mich wieder so symptomatisch, dass hier auf einem Frauenkongress niemand mehr da war.
Ja, also Netzwerken ist auch echt das Wichtigste. Also gerade wenn ich meine persönlichen Netzwerke erweitere, habe ich die Möglichkeit auch, dass ich von anderen weiterempfohlen werde, mein Name weitergereicht wird. Und ich muss sagen, dass vieles von dem, was ich erreicht habe, nur durch Netzwerke entstanden ist. Da könnte ich noch so viele Werbeanzeigen schalten. Das kostet sehr viel Geld, aber persönliche Kontakte bringen einen weiter. Die kosten erstmal nichts, außer Zeit natürlich. Aber man gewinnt auch eine Menge neue Freunde. Und ich muss sagen, jeder, der anfängt, sich auch selbstständig zu machen, sucht Netzwerke auf. Guckt, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr andere findet und wo man sich wirklich gut austauschen kann. Schön, dass du das sagst, weil das ist eben auch so meine Erfahrung. Ich behaupte, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, ohne Netzwerke. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Urlaube nehme und ich reflektiere einen Urlaub von vor 10 Jahren, an was erinnere ich mich? An jeden Stein, jeden Sandkorn, was ich gesehen habe, oder an die Beziehung, die Gespräche, die Kontakte, die ich da gemacht habe? Und ich möchte behaupten, wahrscheinlich öfters und mehr an die Kontakte als an die, ja, an jeden Berg und jeden Fluss und jede Stadt, die ich gesehen habe. Und ich würde auch lieber jemanden empfehlen, den ich in einem Vier-Augen- oder in einem Gespräch mal ein bisschen kennenlernen durfte, als jemand, ja, der irgendwo im Internet steht. Genau, richtig, weil nur so funktioniert das auch. Und ich merke, die meisten Aufträge bekomme ich über Empfehlungen. Ja. Also das ist einfach so. Ja, geht mir genauso, vor allem dann auch die Folgeaufträge. Glaube ich. Ja. So, hast du ein paar letzte Tipps, die du den Zuhörern auf den Weg geben kannst, magst? überfallsartig das gestellt. Das ist jetzt wirklich überfallsartig. Da könnte man jetzt 3 Stunden reden mit letzte Tipps. Was ich einfach mir wünschen würde, gerade wenn es um den eigenen Erfolg geht, auch, jetzt habe ich ja das Thema Optik. Ja, also wie kann ich mich optisch präsentieren? Dass ich einfach allen empfehle, sich mal wirklich ganz bewusst vor den Spiegel zu stellen, sich mal genau anzuschauen. Ich erlebe immer wieder, dass die meisten sich nur auf ihre negativen Seiten konzentrieren. Und es gibt so viele gute Seiten. Und dass man versucht, diese auch zu stärken. Dass man nicht Schwächen versucht auszumerzen. Ja, das ist sicherlich auch hilfreich. Aber dass man sich darauf konzentriert, die Stärken noch stärker zu machen. Weil damit kommen wir schneller in Flow und haben auch viel mehr Möglichkeiten. Das kann durch die Optik sein. Ja, ist mein Thema. Aber es kann natürlich in allen Bereichen sein. Ja, wenn ich kommunikativ stark bin, hey, dann nutze ich die Kommunikation. Wenn ich IT-mäßig sehr stark bin, dann kann ich vielleicht marketingmäßig da eine ganze Menge selber machen. Also auch da, wo seid ihr stark? Was kann man aus den Stärken noch alles entwickeln? Ja, wobei mein Ansatz wirklich das Ganzheitliche ist. Und wir haben ja da heute auch bei mir ein bisschen geschaut, auch wenn ich da so meine Blockaden mitbringe. Beziehungsweise natürlich hat man auch seine Vorlieben. Und es ist ja immer schwer, aus alte Pfade zu verlassen. Jetzt sage ich an der Stelle mal danke für das Interview. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinen weiteren Pfaden, auch als Rednerin, und freue mich auf weiteren Austausch mit dir. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir und jederzeit gerne. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsoeth-academy.com beziehungsweise www.antje-heimsoeth.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao und bis bald, eure Antje Heimsoeth.